Am 10. Mai 2011 stellten Experten im Haus der Region Hannover den Verkehrsentwicklungsplan pro Klima vor. Anschließend wurde über die Strategien der Umsetzung in der Region Hannover berichtet. Wir werden gleich in der Veranstaltung natürlich merken, dass wir hier nicht über Insellösungen reden, sondern dass wir eigentlich aus meiner Sicht zwei ganz, ganz zentrale Themen der Zukunftssicherung hier ansprechen. Das eine ist das Thema Klimaschutz und das andere ist natürlich das Thema Mobilität im Zeichen des demografischen Wandels. Das kann man alles besser machen und es muss auch sehr viel passieren, eben im Interesse des Klimaschutzes. Dafür haben wir heute die unterschiedlichsten Experten eingeladen, die mit Ihnen zusammen diskutieren wollen. Professor Dr. Carsten Gerz von der Technischen Universität Hamburg-Harburg stellte das Gutachten zum Verkehrsentwicklungsplan vor. Man stellt sich natürlich die Frage, warum soll sich eine Region überhaupt mit Klimaschutz im Verkehrssektor beschäftigen? Es gibt keinen Zweifel, wir sind mit einem Klimawandel konfrontiert und Handeln ist notwendig. Ein Nichtstun wäre problematisch und wäre letztendlich auch volkswirtschaftlich problematisch, weil er uns teuer zu stehen käme. Der Verkehrssektor muss zum Klimaschutz, muss zur CO2-Minderung einen Beitrag leisten. Zielsetzung der Region war es und ist es, -40% CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2020 zu erreichen, gemessen am Ausgangsjahr 1990. Herr Franz betonte, dass der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima eine Grundlage bietet, um Mobilität klimafreundlich zu gestalten. Ist es so, dass klimaschonender Verkehr bedeutet, also unterschiedliche Maßnahmen, das bedeutet zum einen natürlich Verkehr vermeiden, das ist das, was wir unter anderem an kompakter Siedlungsentwicklung haben, das bedeutet Verkehr zu verlagern, das heißt stärker vom Automobil auf den Umweltverbund, wie es so schön heißt, also Nahverkehr und Fahrrad. Das heißt auch Technik zu verbessern. Das heißt, das Automobil, das werden Sie gleich sehen, wird auch in der Zukunft das wichtigste Verkehrsmittel in der Region Hannover bleiben. Und das bedeutet, wir brauchen, was das Automobil ist, eine deutliche Reduzierung des Verbrauchs und des CO2-Ausstoßes auch. Und wir wollen natürlich auch durch verschiedene Maßnahmen Verkehrsberuhigung auch dazu beitragen, dass hier Verkehre letztendlich auch verträglich abgewickelt werden. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung wurden die offenen Fragen über die Verkehrskonzepte geklärt. Diese, sage ich mal, Nahmobilität, da sollten wir ganz massiv drauf setzen, da gibt es Alternativen. Beim Radverkehr sagt man, okay, es gibt auch mal schlechtes Wetter, muss man mal überlegen, wie man es dann nimmt. Das ist das Zusammenspiel zwischen Nahverkehr und Radverkehr. Wird der öffentliche Personennahverkehr noch attraktiver gestaltet, um den Menschen den Umstieg vom eigenen Auto auf öffentlichen Verkehrsmittel zu erleichtern? Also unser Programm sieht vor, dass wir die Fahrgastzahlen deutlich steigern möchten. Wir haben uns als Ziel mal auf die Fahnen geschrieben, 2x25. Das ist ein schönes Zahlenspiel, was man machen kann. Also 2x25 hat die Zahl 2025 im Ziel einerseits. Und geht davon aus, dass der Radverkehr 25% als Marktanteil haben wird und dass der ÖPNV ebenfalls 25% für sich gewinnen wird können. Also wir sehen eine enorme Chance, die Fahrgastzahlen zu steigern. Das haben wir auch in den letzten Jahren ja geschafft. Um die nachhaltigen Verkehrskonzepte umsetzen zu können, ist die Zusammenarbeit von Region, Land, Kommunen und Unternehmen sehr bedeutenswert. Auch die Unterstützung der Einwohner ist sehr wichtig.